Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich beeil mich, weil sie fängt gleich wieder an zu quatschen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt! Wir müssen was tun. Wir gehen in die andere Zeitzone. Wir... Hier ist ein Punkt. Doch. Und... Ich sollte noch nicht gehen. Wir gehen jetzt an eine bestimmte Zeitzone und nicht die, die hier vorgeschlagen vorhanden ist, sondern wir nehmen eine ganz spezielle, weil das du möchtest. Macht mich auch nicht weniger. Jetzt muss ich nachsehen, was Moses auf der Ups. Moses ist zu geschockt, um irgendwas zu tun. Ich sollte rüberwechseln und nachschauen, ob es ihm gut geht. Okay. Also wir verschwinden dann wirklich. Reicht das nicht schon als Beweis? Entschuldigung. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Cool, oder? Ich wollte dich nicht aufregen. Aufregen? Dein Ernst? Das, was du getan hast, ist physikalisch unmöglich. Es ist unmöglich. Also, glaubst du mir? Ja. Und nein. Du bist verschwunden. Wortwörtlich. Ich stand einfach nur dumm da. Okay. Gleich nochmal. Ich bin soweit. Ich frage mich wirklich, ob das nicht dann gleich umschwingt und er das mega krass findet, weil er ist ja schon so ein Typ, ne? So. Okay, versuchen wir das nochmal. Jetzt liegt er in Ohnmacht da. Oh, diese Pose! Bitte nochmal. Was hat er gesagt? Hallo? Ich hab's nicht gehört. Oder muss ich mir nur diese Pose merken? Ich merk mir das mal, ne? Warum macht er Also es hätte so viele Möglichkeiten. Er hätte den Pilz da hinten entfernen können, alles möglich. Und er macht das. Er macht das. Oh, dear. Naja, gut. Ich hoffe, ich musste mir jetzt nicht den Text merken. So, wieder zurück. Also, was habe ich getan? Jetzt freut er sich schon wie so ein kleines Kind. Ja, und so. Und dann hast du gesagt? Ich glaube, es war Y. Oh Mann. Maschinenengel Seelensturm. Boah. Yep. Ganz genau das. Wow. Im Ernst? Ja. Ich denke, es ist so. Bei Safis Tod teilen sich die Zeitlinien. Und ihre Abwesenheit ist der einzige Unterschied zwischen den Zweien. Ich schätze, das Ereignis könnte groß genug sein, um... Alles okay? Also lebt Safi auf der anderen Seite? Genau. Und sie ist... Hey, sag nicht glücklich. Wir wissen, dass wir gelogen. Stimmt. Wenn du sie wieder siehst, kannst du ihr was von mir geben? Der Korken. Wie hast du... Safi hat ihn mir gegeben. War an meinem Equipment. Gib ihn ihr und sag ihr, sie soll auf sich aufpassen. Lass sie darauf schwören. Mach ich. Versprochen. Aber ich glaube, sie wird unsere Hilfe brauchen. Was meinst du? Als ich noch ein Teenager war, konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einfach nur die Hand heben und zurückspulen, was gerade passiert war. Okay. Und wenn ich ein Foto hatte, konnte ich noch weiter zurückgehen. Warte.
konnte? Vergangenheit? Es hat nie so funktioniert wie gehofft. Zeitreisen hat nichts verbessert. Ich weiß, es klingt, als müsste es toll gewesen sein. Aber, Moses, die Dinge, die ich verursacht habe. Denn eine Kraft zu besitzen, heißt nicht automatisch, dass man sie gemeistert hat. Eine der vielen Lektionen aus den X-Men-Comics. Wie auch immer. Ich habe sie nicht mehr benutzt und jetzt geht's kaum noch. Es gibt aber ein Foto von dir von dem Abend. Mit einer Waffe. Das ist vielleicht dein zukünftiges Ich. Obwohl du das nicht mehr tun kannst? Ich habe heute Morgen versucht, mit dem Foto zurückzuspulen. Es war wie einen verkümmerten Muskel anzuspannen. Nichts hat geklappt. Ich war dort. In der Vergangenheit. Safi erwähnte Maya. Und, oh Gott, der Sturm. Max? Also, es gibt eine Zeitlinie, in der, warum auch immer, ich Safi erschossen habe. Diese. Und eine, in der ich es nicht getan habe. Ich glaube, dass diese zwei Welten, ob absichtlich oder nicht, wegen einer Entscheidung existieren, die ich treffen muss. Holy shit. Moses. Ich hasse das Wort Entscheidung in dem Game. Ich hab das alles durch. Mit dem Zurückspulen habe ich die Zeit zerstört. Menschen wurden verletzt. Das, was damals in Arcadia Bay passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Okay, ein erster Blick auf den Tatort. Er sieht das auch? Liefert keine Schlussfolgerung. Sehe ich das richtig? Ich brauche mehr Informationen zu Llewellyn Fayettes geistigem Zustand. Ich will nicht voreilig sein, aber wenn das kein Selbstmord ist, setze ich auf Mr. Moses Murphy, einen Freund des Opfers, als Täter. Ich sollte Mr. Murphy einen Besuch abstatten. Er redet, als hätte er dich noch nicht getroffen. Er ist... Alderman von gestern? Ein Alderman, den es schon mal gab? Max, das ist nicht gut. So sollte Zeit sich nicht verhalten. Es scheint, etwas wurde postmortem entfernt. Vielleicht die Kamera, die die Mutter erwähnte. Wir müssen unbedingt von hier verschwinden. Ich wusste es. Was? Der Täter kehrt an den Tatort zurück. Richtig amateurhaft. Wie kann es sein, dass solche verdammten Versager wie ihr mir das Leben schwer macht? Warum konnte Moses das jetzt eigentlich sehen? Ist es meine bloße Nähe? Irgendwie macht das für mich keinen Sinn, dass er das auch sehen konnte. Wenn dem aber so ist, würde es jetzt alles ein bisschen einfacher machen, wenn wir eine Person haben, die nicht nur davon Bescheid weiß, sondern uns unterstützen könnte. Mein Problem ist, ich muss ja was sagen und der Typ geht mir so auf den Sack, der steht mir so im Weg. Was will der? Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Davon mal abgesehen, aber er hat ja auch nichts Klares gesagt. Was wollen Sie von uns? Ich wollte nur ein paar Beweise. Diesen Verfluchten verlösen und mit einer Zigarre feiern. Und dann fand ich meinen Beweis. Das kleine Foto von dir mit der Pistole. Und weißt du, was mir klar wurde?
Kein Mensch würde mir das abkaufen. Ach. Du wirst für das bezahlen, was du getan hast, Maxine Caulfield. Was ich haben bin wir denn hier, getan? Um das. Er sieht was, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass er gerade was sieht? Guck mal, wie arrogant du aussiehst. Guck's dir an, was für ein Schnösel du bist. Die beiden geben sich jetzt wahrscheinlich die Hand und werden Kumpel. Oh, das ist es. Und das ist auch Reggie passiert. Sich selber retten. Elderman retten. wo ist die Mitteloption? Alle retten? Wo ist das? Warum habe ich hier nur zwei? Aber. Was ist das? Ah! Diesen Text da oben hasse ich! Okay, das ist Reggie nicht passiert, weil der ist noch da. Puff. Ich hätte ihn retten können, Moses. Ich hätte ihn retten können. Da bin ich mir nicht so sicher. Nein, hättest du nicht. Außerdem habt ihr jetzt die Ruhe. Max, dieser Ort hat einen Mann verschlungen. Oh. Moses, deine Haare. Grau? Ich sag's ja. Es hat immer einen Preis. Es begann mit Safi. Wenn wir rausfinden können, warum du... warum sie starb, können wir all das verhindern. Das hab ich doch versucht. Ich hab heute schon mit Leuten geredet. Sie ausspioniert und Zeug geklaut. Hey. Safi erwähnte Maya, oder? Beim Zurückspulen. Ja. Meinst du, Maya hat mit all dem zu tun? Keine Ahnung. Maya war vor meiner Zeit. Aber Gwen Hunter sollte mehr wissen. Sie war damals nämlich Safis Mentorin. Gwen. Ich muss mit Gwen reden. Maya war doch die, die Selbstmord begangen hat, ne? Das haben wir irgendwann mal gezwitschert bekommen. Glaube ich. Ich zittere immer noch. Alter Mann war da und dann nicht mehr. Und Moses und ich waren dabei. Aber ich bin jetzt hier. Warum? Alles ist okay. Was ist mit diesem Ort? Ich bin okay. Dieser Ort hat Unabhängigkeit von Max Fähigkeit. Übrigens okay. Ganz kurz. Mit Gwen reden und herausfinden, was sie über Maya weiß. Und wenn ich schon... Es tut mir leid, es nervt. So, hey Max, ich weiß, ereignisreichen Morgen und ich verarbeite es noch. Aber ich habe eine kurze Frage. Bekommst du meine Nachrichten in der anderen Zeitlinie? Ja, sorry, muss ich lachen, das war lustig. Fragen, die ein Physiker dann beschäftigen. So, ganz kurz. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Ich hätte Elderman retten können.
Ich hätte ihn retten können, oder? Ich war so nah dran. Wenn Moses nur nicht... Scheiße, Moses hat mein Leben gerettet. Er wusste nicht, was passieren würde. Keiner von uns tat das. Aber er hat es trotzdem gewagt. Es ist lange her, seitdem diejenigen war, die von jemand anderem gerettet wurde. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn Moses nicht eingeschritten wäre. Wir haben jetzt eine Verbindung, wie man sie nur durch eine Nahtoderfahrung bekommt. Gott, ich hoffe, es geht Moses gut. Bitte mach, dass es ihm gut geht. So. Detective Elderman ist... Raven, will ich wissen, warum sie Safis Buchdeal gecancelt hat. Genau. Was mich noch ganz kurz interessiert, die Sammelobjekte gibt's... Oh, shit. Wir müssen leider erst viel gucken. Ich will das nicht verpassen, ne? Also BK Café heute. Dann haben wir Lukas Büro, muss ich noch hin. Und Verwaltung vor Jasmins Büro. Okay, geil. Das möchte ich mitnehmen. Das Kaffee müsste irgendwo hier sein. Was liegt denn da? Warum? Weihnachtsmütze? Mein jüngeres Selbst hätte das für einen... Achso, ja, was ich vorhin sagen wollte. Es gibt natürlich auch hier wieder ein paar Influencer aus der Videospielszene, die hier ihre Stimmen geben durften in verschiedenen Szenen. Die kriege ich... Ich schnall das nie. Es gibt wohl hier schon zwei NPCs, die waren hier mal in einem Dialog, glaube ich. Also das ist eine Sache, die haben wir verpasst. Und so weiter und so fort. Das ist immer so. Ich check das nicht. Ich check das einfach nicht, wenn Rollen wie diese... Und dann boom! Das Raumschiff kracht mitten in den Park. Und dieser Außerirdische krabbelt aus der Luke. Das klingt nach einer Menge Geld für ein Studentenprojekt. Ich drehe nur den Trailer. Ich denke, ich kann Geld sparen, wenn ich einige Effekte auf die altmodische Art produziere. Klingt, als hättest du einen Plan. Es ist trotzdem sehr ehrgeizig. Ganz oder gar nicht, richtig? Also ich erkenn's nicht mal... Ich wollte Diamond nach ihrem neuen Film fragen. Es ist schön zu sehen, dass sie noch etwas anderes begeistern kann als Moses. Ich erkenne sie nicht mal, wenn ich sie regelmäßig sehe, weil die Stimmen werden so digital überarbeitet, dass man es eigentlich kaum noch raushört. Lo-Fi-Brüllen zum Relaxen und Lernen. Ein Klassiker. So, ihr wisst, dass ich mich eh alles nochmal umschaue, aber... Ich mag Papierstrohhalme irgendwie. Okay. Dann, also wie gesagt, die Fotos interessieren mich, weil das ein Sammelobjekt ist. Das möchte ich gerne mitnehmen. Deswegen nutzen wir auch die Gelegenheit, jedes Mal uns umzuschauen. Ist ein bisschen anstrengend, gebe ich zu. Aber ich nehme es mit. Wer hockt... Achso. Audrey? Ich mache mir Sorgen um Kim. Ich auch. Ich habe mehrmals versucht, sie zu erreichen, aber nichts. Bei dir? Nein. Sie nimmt einfach keinen meiner Anrufe an. Ich glaube, sie blockt mich. Ich habe sie auf dem Hof gesehen. Aber sie hat sich umgedreht und ist weggerannt. Das passt so gar nicht zu ihr. Also das sind die Stimmen schon mal nicht. Als wir geredet haben, weiß ich nicht. Jetzt wollte sie nicht feiern. Ich weiß, aber das ist ein Dialog zwischen zwei NPCs, des zwei weiblichen. So. Das muss der Professor sein, für den Safi gearbeitet hat. Sie meinte, er hatte es auf diesen einen Typen abgesehen. Aber ihn durchfallen zu lassen, ist hart. Ach cool, wie hier dann ins deutsche Notensystem auch übersetzt wurde. Finde ich sehr praktisch. Okay, gut. What is this? Kunst der Liebe. Blut überschmiert. Interessant. Safi hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihrem Lieblingsstudenten aushelfe. Soll ich das? Heißt nicht so. Achso, das ist immer noch draußen. Schade. Ich brauche ein Passwort, um die Noten zu ändern. Das okay. Finde ich in dem Chaos nie. Rosen. Was, wenn wir... Wie heißt Rosen der Professor? Setzen, die mag jeder. Darren Carlson. Ich weiß nicht, ich würde... Also, aber hier ist offensichtlich nichts. Kann ich? Hier liegt tatsächlich ein anderes Blatt, wenn ich in die andere Seite sehe, ne? Und da sind auch andere NPCs. Okay, lasst uns das später mal machen. Vermisste Schlange. Diese Poster sind zwar cool, aber...
Ich verwette meine Kamera, dass Gwen etwas über Maya weiß. Aber da müssen wir uns echt noch viel gedulden. Ich muss mir noch echt viel angucken. Und zwar in beiden Zeitzonen, habe ich gerade beschlossen. Nuttentitz. Viel Spaß. Okay. Ist offen? Nein. denn... Ich will kein Risiko eingehen. Ist das wieder das mit den... Nee. Wenn wir nicht auf den Tischen sitzen können, wo sollen die coolen Leute dann sitzen? Etwa auf Stühlen? Wie die anderen Normalos? Diese Stühle Normalos? Das war niedlich. So. Okay, wir gehen mal weiter, denn wir wissen auf jeden Fall, es gibt noch insgesamt 2 Fotos zu finden und Campushof war für uns unrelevant, ne? Und eben noch eine andere Zeitlinie. Ich muss mit Gwen über Sophies Buch reden. Nein! Sie sollte in ihrem Büro sein. Ich muss mit Gwen über Sophies Buch reden. Nein! Ich muss doch Sie zu... Sie sollte in ihrem Büro sein. Zu wem muss ich nochmal das Foto holen? Lukas. Natürlich habe ich jetzt, natürlich ist es wie immer so, dass ich mir alles sehr gut merken kann und ich muss da rein. Also doch nur Zeit wechseln. Ich habe jetzt an Vince Büro gedacht. Warum? Okay. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Bau, wenn das da oben steht. Ich krieg da die Krise. Oh, hier ist ja richtig viel los. Oh. Hoffentlich ist Gwen in Stimmung, Fragen zu beantworten. Loretta arbeitet hart. Das muss ich ihr lassen. Ich wünschte bloß, sie würde das zum Guten einsetzen. Hey, Loretta. Oh, Loretta. Hi, Miss Caulfield. Wie geht's Ihnen? Hast du seit gestern nochmal mit Reggie gesprochen? Reggie? Reggie Kagan? Betriebswirtschafts-Reggie? Mist! Falsche Loretta. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Weißt du was? Ignorier mich. Meine Gedanken sind irgendwo. Das Semester ist bald vorbei, ha? Huh? Ja. Ja, total. Ja. Wie auch immer. Dann bis später, Loretta. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, dass das jetzt erst passiert, ist erstaunlich, ne? Okay, gut, damit kann ich auch leider nichts anderes mehr mit dir reden. Schade. So vertrauensselig. Schade. Nicht, dass Schnüffler wie ich hier unterwegs sind? Aber, ja, oh, was gibt... Oh, gibt's was? Gibt's ein spezielles Menü? Zucker und Gewürze in meinen Kaffee? Ja. Eierlikör? Nein. Oh, aber nicht zu essen. Ich hab gedacht... Was ist mit dem Strohhalm geworden? Kein Koffein? Ausgerechnet diese Woche? Ich sage eine Revolte voraus, bevor die Woche rum ist. Ich habe das gerade auch gelesen und dachte mir so, koffeinfreier Kaffee? Warum trinke ich dann überhaupt Kaffee? Oh, eine andere CD. Meine liebste Annabelle, ich schreibe dir von der Front, um dir mitzuteilen, dass der Krieg gegen Weihnachten verloren ist. Bam, 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 bam. Oder hier, wo habe ich denn... Oh, Mann. Ja, Entschuldigung. Hat ein bisschen gedauert, war nicht mehr witzig, aber ich wollte ihn trotzdem noch drücken. Dozenten sitzen auf dem Tisch? Hm, ihr fetter Arsch hat ihn kaputt gemacht. Oh, was ist denn das? Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht schön. Die Kunstfakultät unterstützt künstlerische Freiheit in jeglichem Medium. Elefant vergisst nie. Caledon. Oh, wow, die sind... extrem gruselig. Yes, ma'am. Sorry. So, mal gucken, ist dieses eine jene Büro jetzt zugänglich hier um die Ecke? Oh, kann ich das schon wieder machen? Warte. Wenn's geht, mache ich's natürlich. Die Dinge werden sich bessern. Hör auf, zurückzublicken. So wie die Dinge jetzt sind. Werden sie nicht immer sein. Um sie zu verändern, musst du daran arbeiten. Okay, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. So bekommt man das Ding nämlich. So. Ich weiß.
weiß, ich sollte etwas sagen. Es ist nur, ich habe so lange gebraucht, um in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Da trete ich doch wegen einem Kommentar nicht wieder aus. Aber wenn ich nichts sage, wer dann? Ich schwöre, wenn irgendwer anders das Sagen hätte, fiele mir die Entscheidung leichter. Was soll ich tun? Die Gesellschaft. Redet sie über Abraxas? Die sind mir auch irgendwie noch nicht ganz geheuer, ne? So, Mist. Da sitzt jemand drin. Das ist doof. Da soll doch irgendwas mit Foto sein. Ah. Was sind hier? Hat sich der Bastelclub heute wieder verabredet? So. Oh, da ist ja auch jemand drin. Was hier manchmal los ist, ne? Aber natürlich nur in der lebendigen Zeit, weil, ja, in der anderen Zeit wird eher ausgenutzt, dass man nicht lernen muss. So, jetzt kommen wir... Was ist hier? Warte. Die Rentiere des Weihnachtsmanns heißen Donner und Blitzen? Wer hätte gedacht, dass sie so Metal sind? So, jetzt liegt hier nämlich ein anderer Zettel, soweit ich weiß, ne? Hier hat Martin eine 1. Ich wusste es. Safi würde ihn nie durchfallen lassen. Forget 1, 2, 2, 3. Passwort ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Oh, Mann. Okay, gut. Das Hammer? Oder liegt hier noch... Hier liegt noch eine Notiz. Und dann hat sie es vergessen. Okay, 1, 2, 2, 3. Sie hat jetzt nichts dazu gesagt, aber ich denke mal... Das passt soweit. Aber wie komme ich an das Foto von ihm ran? 2 fehlen uns noch, ne? Das Gwen-Büro gucke ich jetzt auch nochmal in der Zeitlinie rein. Kann ich hier lang? Ich muss mit Gwen über Safis Buch reden. Sie sollte in ihrem Büro sein. In welcher Zeit sollte ich denn mit ihr reden? Ne, hier in der Zeit ist sie ja nicht da, ne? Genau. Mann, Caladan. Ist das notwendig? Okay, da komme ich nicht rein. Aber ich komme rein, wenn ich Zeitreise mache. Okay, wir machen Zeitreise. Mir fehlt... Also, wie komme ich denn an das Lukas-Foto ran? Ich habe Angst, Fotos zu verpassen. So. Na gut, dann gehen wir mal hin und schauen mal. Sie hat jetzt nichts zum Thema Passwort gesagt. Aber ich würde es trotzdem gerne mal schauen. Diese Fragen stellen sich nicht von allein. Ob das geht. Gwen sollte in ihrem Büro. Genießt die 1, mein Freund. Okay, es hat funktioniert. Hast du dir verdient? Es hat funktioniert. Man muss also, ne, da muss man halt, ist halt so. So, ging halt ganz ohne. So, Gwens Büro. Keine Sequenz. Ich könnte aber hier Zeit reisen. Lass mich das ganz schnell mal machen. Falls hier nämlich das Foto in der Zeit liegt, würde ich... Oh Mann. Hoffentlich kommt jemand vorbei, um euch zu gießen. Ja. Bezugsweise jemand, der nicht durch eine andere Dimension einbrechen muss. Ach du Scheiße. Heute Morgen habe ich versucht, das Studentenamt anzurufen und zu erfahren, warum alle ihre Kurse für den Rest... Präsidentin. Dr. Hunt, das ist Bullshit, you walk. I'm drunk. Toll, war nicht mal ernst gemeint. Happy Birthday. Auch das neue. Du Scheiße. Obwohl, warte mal. Ganz kurz. Okay, ich hab gehofft, dass sie dann vielleicht, wenn ich da klicke, was sagt. Wird Gwen für die zurückkommen dürfen? So. Gwen rauszuschmeißen ist scheiße für alle. Okay, wir sehen kein Foto. Oh, haben die schon den Rechner abgeklemmt? Die haben ihren PC mitgenommen. Wahrscheinlich durchsuchen sie ihn gerade. Ach ja, stimmt. Klar, logisch. Okay, aber kein Foto. Alles klar. Dann machen wir das Ganze nochmal hier. Mehr Musik, für die ich zu uncool bin. Sie lebt! Okay.
Eine schwarze Rose? Wie traurig. Frohe Feiertage an meinen Lieblingsprof. Ich glaube, frohe Feiertage sind keine Option. Ich brauche ewig, auch nur ein Foto zu kommentieren. Klausuren zu benoten wäre der Horror. Wohl einer von Safis ehemaligen Studenten, schätze ich. Gut. Das nächste wäre dann mit ihm zu sprechen, aber ich finde ja auch kein Foto. Warte mal. Ach nee, das war ja vor... Warte. Aber hier war auch nichts, ne? Verwaltung vor Gwens Büro. Ist das hier Verwaltung? Vielleicht? Ich möchte sicherheitshalber das auch nochmal in der anderen Zeit schauen. Es tut mir echt leid. Ja, ich packe das auch noch in diese Folge rein, aber... Ja. Wir kommen wieder hier rein. Da heißt es doch auch in seinem Büro, ne? Lukas Büro. Verwaltung vor Jasmines Büro. Vor Jasmines Büro, ich doofer. Ja, okay, passt. Okay, passt. Wir würden dann mit ihm halt in der nächsten Folge reden. Und der Schädel im Bücherregal erinnert mich an das Bonus-Giveaway zu Watch Dogs 2, war das, glaube ich. In der Limited Edition gab es so einen. Ich verwette meine Kamera, dass Gwen etwas über Maya weiß. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Hoffentlich ist es keine teure Kamera. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.